Marc Elsberg, Sie sind Verfasser mehrerer internationaler Bestseller. Sie müssen es wissen. Was zeichnet einen guten Thriller aus? Dass er nicht langweilt, würde ich mal sagen. Wobei, das sollte wahrscheinlich kein Buch, aber da gibt es x Regeln, die man immer wieder behauptet, dass ein Thriller einhalten muss. An die glaube ich nur bedingt. In erster Linie soll er unterhalten, natürlich, klar. Wie gehen Sie ans Werk, wenn Sie sich an ein neues Buch setzen? Wie machen Sie das, dass Sie nicht langweilen? Ist das Intuition? Weiß man ungefähr, was Menschen fesselt, was einen selbst fesseln würde? Wie tun Sie da? Ich bin einer von denen, der in der angelsächsischen Welt eher Architekten genannt wird. Also habe ich irgendwann mal von amerikanischen Autorinnen und Autoren gehört. Architekten und Gärtner. Und ich bin tendenziell eher der Architekt, der also plant seine Handlung wie ein Drehbuchautor oder ein Theaterautor, obwohl Theater machen das oft auch nicht. Es ist aber so, dass ich dann während des Schreibens, und das hat mich die Erfahrung auch gelehrt über die Jahre, auch sehr viel Intuition reinkommt. Während des Schreibens passiert ganz viel, was du nicht geplant hast, und dem gebe ich dann auch nach. Also ich habe meistens einen Plan, so einen Szenenaufbau fürs erste Viertel der Geschichte und so ein paar wichtige Punkte, was während der weiteren Geschichte passiert, bis zum Schluss. Ich weiß, wie es ausgeht in den meisten Fällen. Und wenn der Plan im ersten Viertel aufgeht, dann plane ich parallel das zweite Viertel. Wenn er nicht aufgeht, dann plane ich halt anders. Aber es ist so eine Mischung eigentlich aus Planung und Intuition, weil ich glaube, am Ende des Tages ist dieses kreative Überraschungsmoment auch für sich selber als Autor immens wichtig in dem Prozess. Und deswegen lasse ich den auch zu. Im Frühjahr 2021 wird ein neuer Roman von Ihnen erscheinen, Der Fall des Präsidenten. Um welche Art von Präsident geht es in diesem Thriller? Ich nehme an, es wird ein Thriller. Und was darf man erwarten? In dem Fall geht es um einen ehemaligen US-Präsidenten. Passt gerade in die Zeit, da werden wir um die Zeit gerade einen haben. Und dieser ehemalige US-Präsident wird verhaftet im Auftrag des Internationalen Gerichtshofs in Athen wegen Kriegsverbrechens im Krieg gegen den Terror. Also eine Geschichte rund um Menschenrechte, um was kann und darf der Westen, was kann er der Welt vorschlagen und vorschreiben oder vorhalten und sich selbst erlauben etc. Das heißt, Sie beschreiten da ein bisschen neue Wege. Die bisherigen Elsberg-Bücher sind unter dem Label Science Thriller, haben die firmiert. Jetzt geht es ein bisschen mehr in Richtung Politik, Polit-Thriller. Jein, es ist am ehesten eine Mischung aus Polit und Legal, Drama und natürlich Action bei den Büchern wie mir. Diese Labels, die man da raufgepickt bekommt, die sind ja immer so ein bisschen für den Buchhandel auch, ne? Damit die wissen, auf welchen Tisch legen sie dich. Gut, und am Thriller-Tisch liege ich ja ohnehin. Ich habe mich immer verstanden als jemand, der spannende Unterhaltung schreibt. Ob das jetzt mit ein bisschen mehr Wissenschaft ist oder einfach nur mit ein bisschen mehr Wissen, weil das packe ich schon gern rein, und das ist auch diesmal drinnen. Wer weiß schon, wie internationales Recht funktioniert, wie diese ganzen internationalen Zusammenhänge funktioniert, das kommt da drinnen ja dann vor. Also wenn man sagen würde, Wissensthriller sind wir immer noch bei einem Elsberg. Das klingt, als ob Sie einer wären, der sich auch intensiv im Vorfeld des Schreibens recherchierend betätigt, der sich auf verschiedenen Wissensgebieten umtut, von denen man vielleicht auch als interessierter Mensch aber am Anfang doch wenig Ahnung hat. Wie ist das? Sind Sie ein emsiger Rechercheur? Ich bin zuerst einmal ein wahnsinnig neugieriger Mensch, der sich einfach für sehr viel interessiert. Und Sie haben es gerade gesagt, wenn man als interessierter Mensch, ein solcher bin ich ganz einfach, und manchmal denkt man sich, da habe ich noch nie eine Geschichte drüber gelesen, dann steige ich da halt vielleicht tiefer in die Recherche ein. Es sind im Allgemeinen Stoffe, ja, die
einer kleinen interessierten Gruppe ohnehin schon vertraut sind. Das war bei Blackout schon. Auch da gab es schon Spezialisten, die sich damit beschäftigt hatten, aber der breiten Leserschaft noch nicht. Damals war es das Thema Stromausfall in größerem Genau, beim Blackout war es Stromausfall in Wirklichkeit sogar noch weiter gefasst. Wie funktioniert unsere vernetzte Welt? Und was passiert, wenn dieses Netz, dieses auch Social Fabric, wie die Angelsachsen sagen, wenn das zerreißt? Das war die eigentliche Geschichte, weil das kann man ja auch zerreißen, nicht indem man den Strom abstellt. Das habe ich mir, und da sind wir bei der Frage wieder der Recherche, mir damals angeschaut, zuerst überlegt, wie gehe ich da heran, wie erzähle ich die Geschichte des Zusammenbruchs unseres komplexen globalen Systems. Und die Idee war, okay, du kannst versuchen, eines dieser Subsysteme wegzulassen. Und ich habe mir angeschaut, was könnte man das zum Beispiel, indem man den Finanzbereich zusammenbrechen lässt. Was passiert dann? Haben wir übrigens zu der Zeit, wie ich es recherchiert habe, zufällig unabsichtlich fast geschafft, 2008, 2009. Könnte ich es mit Logistik schaffen? Könnte ich schaffen, wenn ich die Kommunikationssysteme runterbringe? Das habe ich alles recherchiert und habe dann aus verschiedenen, vor allem dramaturgischen Gründen gesagt, na, ich nehme den Strom. Das hätte auch was anderes sein können. Also das geht dann sehr tief in die Recherche rein, wenn ich mich mal entschieden habe, das Thema zu verfolgen. Wenn man sich anschaut, das kann aber auch anders funktionieren. Bei meinem letzten Buch Gier, wo es um wirtschaftliche Fragen geht, da war es so, dass das Thema mich seit Jahrzehnten verfolgt hat. Ich habe ja nach der Schule mal ein Jahr Wirtschaft studiert, bevor ich auf die Kunsthochschule gewechselt bin. Und da war es so, dass ich rein zufällig über Papiere Londoner Wissenschaftler gestoßen bin, vorher schon viel über Wirtschaft wusste und dann in dieses Ding wieder tief hinein recherchiert bin. Aber das war in dem Fall eher Zufall, muss man sagen. Es ist sehr unterschiedlich, Recherche ist aber immer dabei. Und das ist es jetzt auch beim neuen Buch gewesen, wobei ich bin jetzt kein Spezialist in internationalem Recht. Das ist so kompliziert, dass ich meine Juristen hatte, die mir da die Sachen sagen konnten. Die habe ich genommen und daraus einen Thriller gemacht. In Ihrem Buch Gier, Sie haben es gesagt, geht es um den globalisierten Kapitalismus von heute. Das ist zunächst einmal ein sehr abstraktes Thema, auch wenn es viele Menschen sehr konkret betrifft. Sie haben natürlich dieses Thema gekleidet in einen spannenden, thrillerartigen Stoff. Am Anfang dieses Romans Gier wird ein prominenter Wirtschaftswissenschaftler, Nobelpreisträger in Berlin kurz vor einem offenbar spektakulären Auftritt ermordet oder er kommt auf sehr unangenehme Art und Weise ums Leben. Er kommt ums Leben, weil er eine spektakuläre neue Theorie der Öffentlichkeit präsentieren will. Was für eine Theorie ist denn das? Also was der in Gier präsentiert, ist etwas, was tatsächlich existiert. Und das ist auch ein Unterschied zu den Büchern, die ich davor hatte. Also Blackout und Sire und Helix, wer die gelesen hat. Was ich da mache, ist ja im Prinzip sozusagen Szenarien entwerfen, Bedrohungsszenarien, Szenarien, die Fragen aufwerfen und wo sich Leserinnen und Leser am Ende des Buches selber die Fragen stellen können, womöglich nachrecherchieren und überlegen können. Bei Gier ist es so, da kam ich eigentlich von der anderen Seite. Ich hatte diese Papiere der Londoner entdeckt, die ganz, ganz spannende neue Erkenntnisse liefern. Und zwar naturwissenschaftlich beweisbar. Wir reden hier eben nicht von Theorien, das ist das Spannende, sondern von ganz klaren Fakten. Spieltheorie, kann man sagen, es ist im Prinzip, das aus der Physik seit 150 Jahren bekannt ist und in der Ökonomik nicht bekannt ist. Und deswegen sind die meisten ökonomischen Modelle, mit denen ein Teil der Ökonomie arbeitet, ganz einfach falsch. Und das hat vor allem ganz großen Einfluss auf Fragen wie Vermögensverteilung oder auf Risikomanagement. Diese Theorien wollte ich in ein Buch präsentieren. Also geht es in Gier letztendlich um Fragen, die uns mehr denn je bewegen. Wenn wir überlegen, Gier ist 2018 rausgekommen. Ich beschreibe darin eine große Wirtschaftskrise. Wups, zwei Jahre später stecken wir in einer Riesenwirtschaftskrise. Und es würde eigentlich Lösungen präsentieren,
die zeigen, wie man hier einiges tatsächlich lösen könnte. Was manchen natürlich nicht gefällt, das war auch ganz interessant bei den Reaktionen auf das Buch, dass man ganz klar ideologische Hintergründe erkennen kann, wer das lieber mag und wer nicht, was ich da drinnen präsentiere. Letztendlich geht es ganz einfach darum, wie man Wohlstandswachstum optimieren kann. Da geht es ganz klar vor allem um Vermögensverteilung und Chancengleichheit. Wir leben ja seit 30, 40 Jahren unter einem wirtschaftspolitischen Paradigma, das verkürzt gesagt heißt, Konkurrenz ist gut, Egoismus ist gut, jeder und jede soll möglichst auf ihren Vorteil schauen im Wirtschaftsleben, dann kommt das Beste für alle raus, ganz automatisch, also das, was man neoliberales Wirtschaftsmodell nennt. Konkurrenz ist super. So könnte man es als Slogan auf den Punkt bringen. Und dieses neue Modell, das Sie diskutieren oder zur Diskussion stellen in Ihrem Roman, ist ein ganz anderes. Naja, dieses neue Modell beweist schlicht und einfach, wie gesagt, Mathematik, etwas, was Physiker auch seit 150 Jahren wissen, dass wenn ich Wachstum unter Unsicherheit habe, und das ist das, was wir alles haben, was wir immer überall erleben, und das betrifft im Übrigen nicht nur Wirtschaft, das fängt an bei ein paar Zellen, die wachsen und beschließen, womöglich statt gegeneinander zu arbeiten, miteinander zu arbeiten. Dann schaffen sie es irgendwann, so komplexe Zellhaufen wie einen Menschen zum Beispiel zu kreieren, der wesentlich mehr erreichen kann als ein paar einzelne Zellen. Das ist genau dasselbe Prinzip in der Ökonomik für menschliche Gesellschaften und Gemeinschaften, dass Kooperation uns letztendlich einfach weiterbringt. Das ist etwas, was wir intuitiv in Wahrheit auch wissen, was wir zum Glück ganz häufig auch tun. Der europäische Sozialstaat der 50er bis 80er, 90er Jahre war am nähesten dran an diesem Modell. Und das waren die Jahre, in denen die Wirtschaftswunder passiert sind und so weiter und so fort. Die Jahre, nach denen sich alle zurücksehnen, die gute alte Zeit. Was Wunder, weil es die besten Jahre waren tatsächlich. Und das ist nach wie vor so, dass das so funktionieren würde. Wir haben nur die letzten 40 Jahre nach einem seltsamen anderen Paradigma gelebt. Und ich bin ja Generation Gordon Gekko. Ich bin 85 aus der Schule raus und habe 87 studieren begonnen. In der Jappi-Zeit. Auf der Wirtschaftsuni, genau. Das war in die Jappi-Zeit. 87 ist Wall Street gekommen, der Film mit Michael Douglas als Gordon Gekko. Gier ist gut. Das war unsere Generation. Und ich habe mir immer gedacht, da stimmt was dran nicht. Und als ich diese Papiere der Londoner entdeckt habe, war mir klar, okay, da muss ich, nachdem ich es verstanden hatte und diese Bauernfabel, die in Gier eine wichtige Rolle spielte, entwickelt hatte, da war mir dann klar, okay, da kann ich ein Buch draus machen. Aber es war, muss man auch sagen, ein großes Experiment auch für mich als Thriller-Autor, weil Gier ist schon fast ein bisschen ein Hybrid. Ein Hybrid zwischen was? Gier ist fast ein bisschen ein Hybrid zwischen Thriller und Sachbuch, möchte ich nicht sagen. Aber es ist schon sehr herausfordernd, diese Formeln nachzuvollziehen. Nun scheint vieles darauf hinzudeuten, dass dieses neoliberale Zeitalter allmählich zu Ende geht oder vielleicht schon zu Ende gegangen ist. Corona könnte da auch eine wichtige Rolle spielen, dass das Prinzip der Kooperation vielleicht auch im globalen Maßstab bis zu einem gewissen Grad wieder entdeckt wird. Haben Sie Hoffnungen, dass ein neues Zeitalter der Kooperation auch auf wirtschaftlichem Gebiet beginnen könnte, oder werden wir mit einer Mischung aus Kooperieren und Konkurrieren rechnen müssen, auch weltpolitisch letztlich? Ich glaube letztendlich, und auch das zeigen ja diese mathematischen Modelle der Londoner, dass es beides braucht, weil was diese Modelle auch sehr schön zeigen, ist, dass Kooperation zwischen verschiedenen die sinnvollste Kooperation ist. Also nicht Gleichmacherei, also nicht die ganzen Ismen, Faschismen, Kommunismen und so, die alle gleich machen wollen, sondern es geht darum, dass möglichst verschiedene sich zusammentun.
wie gesagt, intuitiv wissen wir das ohnehin und tun es zum Glück oft genug. Und in einer ganz modernen, arbeitsteiligen Welt geht es auch gar nicht anders. Insofern bin ich optimistisch, dass das in einem hohen Maß mit Aufs und Abs, so wie es die menschliche Entwicklung immer getan hat, sich zeigen wird. Ob jetzt unbedingt aus Corona herauskommen, ich glaube, Corona wird auch einige Folgen haben, die wieder sehr uns gegeneinander treiben wird. Aber gerade der Entwicklung beispielsweise der Impfstoffe jetzt, die war ein wunderbares Beispiel internationaler Kooperation. Also wir werden weiterhin sowohl mit als auch dem einen als auch mit dem anderen leben. Sie sind in Baden bei Wien aufgewachsen, soweit ich weiß, in einem Elternhaus, korrigieren Sie mich, das man durchaus bildungsbürgerlich nennen könnte. Drei Kinder, alle müssen ein Instrument lernen, alle müssen lesen oder dürfen lesen oder werden ermuntert, viel zu lesen. Wie war das bei Ihnen? Wie haben Sie das in Erinnerung, Ihre Leseerziehung und Ihre Lesesozialisation als Kind, als Jugendlicher? Was ich mich erinnern kann und auch aus den Erzählungen weiß, ich war eines der Kinder, die schon ein, zwei Jahre vor der Schule sogar gelesen haben. Aus Interesse, ich habe mir das selber beigebracht, habe das immer geliebt, das hat mich fasziniert. Ich habe dann so bald wie möglich die Karte der örtlichen Bibliothek gehabt und habe die leer gelesen. Das war für mich immer ein ganz, ganz wesentlicher Bestandteil meines Lebens. Auch wenn ich interessanterweise ja nie gedacht habe, dass ich Autor werde. Also ich habe immer gedacht, ich werde Maler oder Grafiker oder Cartoonist oder sowas, was ich ja dann in den ersten Jahren noch war. Ich bin ja dann auf der Angewandten gewesen und habe am Anfang in der Werbung als Grafiker begonnen, bevor ich zum Schreiben gekommen bin. Aber Lesen war immer ein ganz, ganz wesentlicher Teil meines Lebens und ist es bis heute. Also Ihre ersten Romane haben Sie ab dem Jahr 2000 publiziert unter Ihrem bürgerlichen Namen Markus Raffelsberger. Diese Romane, wie war das, haben nicht so gezündet, wie Sie sich's vorgestellt haben? Nicht ganz, nein. Das allererste war eine Polizsatire, die haben vermutlich meine Eltern und Freunde gelesen und das war es dann schon. Dann gab es drei Krimis mit sehr überschaubarem Erfolg und dann kam erst der Wechsel von Genre, Namen etc. Sie haben sich dann zu Beginn der 2010er Jahre sozusagen neu erfunden. Aus Markus Raffelsberger wurde Mark Elsberg durch das Weglassen verschiedener Buchstaben. Was haben Sie ab dann anders gemacht? So gut wie alles. Was habe ich anders gemacht? Es war ja an sich andersrum, nämlich dass ich einen Stoff hatte, das, was später Blackout wurde und viel später auch noch Helix, weil ich habe an sich beide Stoffe gleichzeitig begonnen, zu Romanen zu machen, habe damals dann beschlossen, nach 150 Seiten, die ich von beiden Geschichten hatte, Helix oder das, was später Helix wurde, diese Genetikgeschichte, ist mir noch zu viel Science Fiction. Ich schreibe jetzt mal diese Stromausfallsgeschichte. Und als ich diese Stromausfallsgeschichte meinem damaligen Agenten vorgeschlagen habe, hat er gesagt, er findet das irgendwie, wen soll das interessieren? Und ich habe doch da diese Krimis geschrieben, so eine Reihe angefangen, ich soll damit weitermachen und dann wird das schon irgendwann werden. Viele Autoren haben 4, 5, 6 Bücher von einer Reihe schreiben müssen, bis sie durchgebrochen sind. Und ich habe mir gedacht, nee, es interessiert mich nicht. Und auf die Frage hin, was ich anders gemacht habe, ist wahrscheinlich wirklich, habe ich in dem Augenblick beschlossen, ich habe diese Krimis immer geschrieben gehabt davor, weil ich mir gedacht habe, ja, Krimis interessiert mich irgendwie, lese ich auch gern, finde ich spannend, ist einfach zu schreiben. Ganz ehrlich, ein Krimi ist nicht schwer zu schreiben. Und die waren auch nicht schlecht. Aber so richtig interessiert hat es mich nicht. Das war so austauschbar irgendwie, in Wahrheit, was man da geschrieben hat. Und Blackout und Helix, die zwei Dinger, die haben mich richtig, richtig interessiert. Das wollte ich unbedingt schreiben. Und dann habe ich auch irgendwann, die Reaktion des Agenten hat mich dann sogar noch mehr angetrieben. Da habe ich gedacht, jetzt hast du recht. Und ich glaube, das war der eigentliche entscheidende Unterschied, dass ich begonnen habe, wirklich nur das zu schreiben, was mich
am allermeisten interessiert hat und das mit voller Energie zu verfolgen. Es waren nicht irgendwelche Überlegungen, was könnte die Leute interessieren. Auch das Pseudonym zum Mark Ellsberg hatte nicht den Grund, dass ich gesagt habe, okay, ich schreibe jetzt ein bisschen ein anderes Genre, deswegen brauche ich einen anderen Namen, sondern weil mein Agent, mein damaliger, gesagt hat, pass auf, wir machen es so, du schickst mir diesen Stoff einmal unter einem Pseudonym und wenn er an meinen Mitarbeitern vorbeikommt, die vorsortieren, dann vertrete ich ihn. Habe ich gemacht, nicht unter Mark Ellsberg, das wäre zu ähnlich gewesen, habe ich gedacht. Habe nach ein paar Wochen eine Absage gekriegt und habe mir gedacht, okay, jetzt brauche ich einen neuen Agenten. Wenn die anderen Agenten aber auch so denken, okay, der hat schon was veröffentlicht, das hat sich nicht so toll verkauft und so weiter und so fort, dann biete ich es besser gleich unter Pseudonym an. So kam es zum Pseudonym, das hatte keinerlei, obwohl ich 20 Jahre in der Werbung gearbeitet habe, Markenüberlegungen, Marketing und so weiter und so fort. Das war einfach, weil ich den Stoff anbringen wollte. Aber das Pseudonym funktioniert trotzdem ganz gut auch international. Auf jeden Fall funktioniert es international vor allem auch besser als dieser komplizierte, lange österreichische Name. Dann darf ich Sie zum Schluss unseres Gesprächs zu einem kleinen Word-Rap einladen. Diese Assoziationen habe ich zum Wort Bibliothek. Einen ganz bestimmten Geruch und stundenlang an Bücherregalen vorbeistreifen und suchen. Ein Buch, das mich geprägt hat. Da gibt es viele, aber vielleicht Tom Sawyer und Huckleberry Finn, da hat mir mein Vater, als ich vielleicht 10 Jahre alt war, ein Exemplar in die Hand gedruckt, ein völlig zerlesenes, noch in Fraktur geschrieben und hat gesagt, das habe ich damals gelesen und das hat mir irrsinnig gefallen, vielleicht gefällt es dir auch. Gedichte lese ich? Immer wieder gern, ja. Mein liebster Leseort? Mein bequemer Polstersessel. Ein Autor, eine Autorin, der oder die mir auf die Nerven geht. Autoren und Autorinnen, die mir auf die Nerven gehen, lese ich nicht. Das regt mich wirklich auf. Rücksichts- und Gedankenlosigkeit. Dabei werde ich schwach. Süßes und Wein. Zu diesen Tieren habe ich eine besondere Beziehung. Zu Adlern, weil sie alles so schön von oben sehen, zu Delfinen, weil sie so unglaublich geschmeidig sind und zu Schildkröten, ob ihrer zumindest vermeintlichen Gelassenheit und Ruhe. In diesem Punkt habe ich einen Spleen. Ich weiß nicht, ob ich einen Spleen habe. Das ist langweilig, aber ich habe, glaube ich, keinen Spleen. Aber da müsste man wahrscheinlich Freunde und meine Frau fragen. Die würden 1000 Spleens bei mir finden, vermutlich. Der Sinn des Lebens ist für mich... Ich glaube, nach seinen besten Möglichkeiten und Fähigkeiten anderen Menschen eine Freude machen, anderen Menschen zu helfen und anderen Menschen in ihrem Leben in irgendeiner Weise behilflich zu sein.